Okay. Ein kleines Beweisvideo. Der Döschen, 10%. Der Elefant ist auch ein kräftiges, starkes Tier. Das Getränk? Ja, Bernstein ist es nicht, aber ist doch eher etwas dunkler, ja? Perlduce wie blöde. Alter. Ach nee. Das normale Elefantenbier, 7,5%, das finde ich richtig lecker. Dieses, meine ich, habe ich schon getestet, eigentlich zu stark. Zu stark für mich. Im Abgang, ich werde es gleich wieder testen, ist klar, Logo, macht ja sonst keinen Sinn, aber im Abgang ist es einfach zu sprittig. Zu viel Alk drin. Und die Kanone eben von Grolsch war doch leckerer als befürchtet. Ich dachte, die haut mich hier vom Sofa runter, sitze ich noch drauf. Aber diese Kanone, diese schwarze Dose von Carlsberg habe ich schon mal getrunken und ich meine, mich düster erinnern zu können, dass das irgendwie gerade auch im Nachgeschmack, im Abgang unheimlich alkoholisch, also sprittig daherkommt. Ich möchte sowas nicht mehr haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt hier gleich nochmal den aktuellen Test. Aber nee, ich will es nicht. Dann lieber die Steampunk-Biere. Ich hätte jetzt Robert eins geschickt. Da gibt es beim Lidl meines Vertrauens, glaube ich, 5 verschiedene. Also auch einen Weizen und auch einen Radler, meine ich. Also 5 verschiedene Eskalationsstufen. Also 3 von der harten Sorte. Dann das Weizen, meine ich, gäbe es da noch. Und aber auch sowas wie ein Radler. Also, ja, diese. Und da muss man sagen, die sind alle, naja, fast alle richtig lecker. Aber auch die lassen sich vom Lidl ganz gut bezahlen. Nichts im Vergleich zu den Riegeler. Da habe ich natürlich noch, Robert hat jetzt gerade das zweite bekommen von mir. Das dritte ist hier in der Warteschleife. Insgesamt meine ich, gäbe es, waren es 8 oder waren es sogar 9, ich weiß gar nicht. Aber fairerweise muss ich sagen, 5 Euro plus bisschen für eine Flasche Bier ist aber auch gutes Geld. Solange es gut schmeckt, ist es gut investiert und würde ich immer wieder tun. Aber 5 Euro, also über 5 Euro für eine Flasche Bier, 0,66 Liter, ist nicht gerade ein Schnäppchen. Das habe ich so viel geschnackt und gar nicht probiert. Was ein scheiß Video ist das. Prost. Na, ja. Im Abgang diese alkoholische, zu starke alkoholische Note. Also im Hauptgang, klingt komisch, oder? Also vorher war es okay, nicht der Burner, aber war okay. Aber im Abgang, oh ne. Da schmeckt man die Prozente raus, die das Gesöff hat. Das lecker, dieses alte, dicke, schwarze Elefantentaler. Also, will ich rumnörgeln, aber das ist nicht der Burner. Das ist mir eigentlich so stark. Da war die Kanone von Grolsch mit über 11% komischerweise leckerer. So spielt das Leben. Das Flensburger Winterbock fand ich eigentlich wirklich lecker. Also ich würde euch das einfach mal kommentarlos zukommen lassen, weil das fand ich überraschenderweise ein gutes Bier. Obwohl ich kein Freund von Bockbieren bin. Ja, das ist meistens endet es darin gehend, dass es im Abgang diesen alkoholischen Nachtklang, ja, und das schmeckt nicht gut, das kann nicht gut schmecken. Ich will Bier schmecken und nicht Stoff, ich meine Alk.
Ja, es ist. Vielleicht bin ich am Weichei, das weiß ich nicht. Aber bei 7,5% bei dem normalen Carlsberg Elefantenbier, was ja ich, was mir persönlich sehr, sehr gut schmeckt, muss auch mal gut sein. Über 10%? Nein. Da fängt der Bereich an, wo ich bald bei Wein bin oder bei, ne, aber nicht mehr bei Bier. Also über 10% braucht ein Bier nicht haben. Nicht bei mir. Wo ich sage, diese Geräuschkanone war doch leckerer als befürchtet. Alistair, dieses schwarze Elefantenbier. Nee, du, ich quäle mir Dinge rein. Aber lecker ist das nicht. Also im Abgang gibt es da mächtig viel. Ich will es nicht mehr haben. Bitte nicht mehr schicken. Danke. Danke.